Ja, einen schönen guten Abend. Ich habe heute in einem relativ überschaubaren Kreis, aber dennoch interessierten Kreis, vielen Dank nochmal dafür, einen kleinen dreistündigen Workshop veranstalten können zu folgenden Themen, nämlich erstens dem Webmatrix Messenger, den die TU Dresden zur Verfügung stellt auf ihren Servern, und zum zweiten zum Podcasting und Vidcasting, das heißt der Frage, wie stelle ich audiovisuelle Medien so zur Verfügung, dass ich sie idealerweise benutzen kann. Und wie heute im Workshop würde ich ganz gern mit dem ersten Schritt anfangen, nämlich Ihnen illustrieren, wie man mit dem Matrix Web Messenger digitale Lehre ermöglichen kann, wenn eine Präsenzlehre nicht möglich ist. Sie haben das heute vielleicht mitbekommen, dass die Präsenzlehre noch einmal nach hinten verschoben worden ist in den Mai. Jetzt davon auszugehen, dass es dabei bleibt, wäre mutig. Also und insofern ist möglicherweise die Situation günstig, um darüber nachzudenken, wie man in den nächsten Wochen die Lehre gestalten kann und möchte. Okay, also mit einem Schritt hier aus einer improvisierten Umgebung heraus würde ich Ihnen ganz gern die wichtigsten Informationen vorstellen, sodass Sie erstmal den Weg in den Messenger finden, mit dem Sie die Präsenzlehre vor allen Dingen in Seminaren in einen digitalen Seminarraum verlagern können. Alles, was Sie dafür brauchen, bietet Ihnen Webmatrix oder bietet Ihnen Matrix an. Und ich hoffe, dass ich zumindest die wichtigsten Fragen ganz kurz beantworten kann, die Ihnen hier helfen können bei der ersten Umsetzung. Klammer auf, das Ganze ist ein Bonus. Die Universität hat sich jetzt bei der Aussetzung der Präsenzlehre darauf geeinigt, dass Opal die primäre Kommunikationsplattform zwischen Lehrenden und Studierenden bleiben wird. Das heißt, die Anmeldung soll über Opal laufen und auch die Distribution von digitalem Material, von Aufgaben, Übungen und so weiter. Wenn Sie möchten, können Sie gerne daran festhalten. Ich würde Ihnen nur ein Tool vorstellen wollen, das Ihnen tatsächlich die Arbeit im digitalen Umfeld erleichtert, mit einem wirklich tollen Tool, was hier die TU Dresden zur Verfügung stellt. Bin ich sehr froh darum und ich hoffe, dass das durchhält. Was noch dazu kommt, ist, wenn wir in der Aussetzung der Präsenzlehre alle auf Adobe Connect und DNF gehen oder alle auf Zoom oder alle auf Microsoft Teams, idealerweise noch zu einem Datum zur selben Uhrzeit, Montag 9 Uhr, dann ist absehbar, dass keiner der Dienste irgendwie belastbar genug ist, um so einen Härtetest-Stresstest durchzuhalten. Das heißt auch, wenn Sie eigene Lösungen haben, die für Sie funktionieren, benutzen Sie die bitte. Nicht alle müssen dasselbe Tool benutzen, um gute Lehre in digitalen Räumen umzusetzen. Gut, beginnen wir zunächst also mit dem Matrix Messenger. Sie sehen die URL im Browserverlauf, also in der Adresszeile matrix.tu-dresden.de. Dort loggen Sie sich bitte mit Ihrem ZIH-Login ein. Sie brauchen keine separate Anmelderoutine und kein separates Konto. Und ich komme jetzt in dem Bereich bereits hier in einem festen Raum an, nämlich für digitales Lehren und Lernen. Bei Ihnen ist diese Raumübersicht dann bei der Erstanmeldung noch leer und Sie können über zwei Möglichkeiten in Räume hineinfinden. Zum einen über Explore. Wenn Sie Explore wählen, dann ist es so, dass Sie bitte sich hier in die Testumgebung bewegen. Das ist ein experimenteller virtueller Raum für die Bündelung von E-Learning-Aktivitäten an der Fakultät SLK und an der Universität. Und ja, das sind die Betreuungssituationen von Kindern in Zeiten von Homeoffice. Also wer auch immer sich das ausgedacht hat, dass das reibungslos funktionierte, hat keine eigenen Kinder. Also die Testumgebung für die Fakultät SLK. Betreten Sie diesen Raum und Sie landen hier quasi an der ersten Küste in einer Testumgebung, in der nicht nur zahlreiche Kolleginnen und Kollegen Ihnen für Fragen zur Verfügung stehen, sondern auch die ersten Widgets eingebettet sind, die Sie benutzen können. Sie sehen hier auf der linken Seite
ein YouTube-Widget, was eingebettet ist, mit dem Sie Videos und Livestreams von YouTube direkt einbinden können. Und auf der anderen Seite sehen Sie ein sogenanntes Etherpad. Das ist eine Möglichkeit, das ist ein Online-Texteditor, mit dem man kollaborativ arbeiten kann und bestimmte Basisinformationen zur Verfügung stellt. Sie bewegen sich hier in einem der möglichen Räume. Sie sehen, ich habe hier schon ein paar angelegt. Zur Empfehlung nur, denken Sie sich die Struktur der Räume, also der Seminarräume und Vorlesungsräume, bitte vorher. Sie können dann natürlich in den entsprechenden Räumen unterschiedliche Informationen hinterlegen. Das zeige ich Ihnen hier auch. Ich greife mal heraus die Gruppe der germanistischen Linguistik und Sprachgeschichte der Professur. Sie sehen hier das Jitsi-Videokonferenz-Plugin, das Sie benutzen können, oder Widget, um Videokonferenzen direkt zu veranstalten. Und daneben in einem Etherpad die wichtigsten Adressen, die ich hier zusammengestellt habe, nämlich zum Beispiel unterschiedliche Raumadressen und auch Informationen zur Professur, die man dann immer direkt neben dem Chat abrufen kann. Doch gehen wir mal von vorn durch, nämlich tun wir mal so, als ob Sie den Raum der Testumgebung nicht gefunden hätten, sondern Sie wollen sich einen eigenen Raum für die Kommunikation erstellen. Und wir gehen jetzt hier mal Schritt für Schritt durch. Ich nenne das Ganze mal Test 2. Geben Sie ein Thema an. Das Thema wird hier oben im Browserfenster direkt angezeigt. Sie können auch URLs vergeben. Ich nehme jetzt mal der Einfachheit halber, um Ihnen das zu illustrieren, die Adresse der TU Dresden. Machen Sie den Raum öffentlich. Das muss nicht sein. Sie können hier erstmal in einem privaten Raum üben und probieren. Und das probiere ich jetzt auch aus. Sie sehen, hier ist die TU Dresden und der Test. Das Ganze sieht jetzt noch recht nackt aus. Keine Mitglieder und keine Files. Dann gehen Sie bitte auf die Einstellungen und können hier, das ist relativ wichtig, eine lokale Adresse für diesen Raum vergeben. Ich würde das Ganze jetzt nennen Test 2, fügen das hinzu und sehen dann hier, dass der Raum eine lokale zuweisbare Adresse hat, die ihn auch identifizierbar und auffindbar macht. Was ich Ihnen empfehle, ist die URL-Vorschau standardmäßig für die Mitglieder dieses Raums aktivieren. Dann sehen alle Mitglieder immer die Kurz-Snippets für die Websites, die abgelegt werden. Und damit sind Sie hier auf der Seite schon durch, es sei denn, Sie wollen noch ein separates oder ein spezielles Bild für diesen Raum verteilen. Bei Sicherheit und Datenschutz, wenn Sie den Raum privat angelegt haben, dann ist hier die Möglichkeit, mit dem Raumlink die Gäste in diesen Raum zu holen, aber ist dann nicht im öffentlichen Verzeichnis der TU Dresden sichtbar. Also setzen Sie bitte hier den Haken. Was ich Ihnen noch nicht empfehle, ist, die Räume zu verschlüsseln, denn dies ist ein Feature dieser Software, das im Moment noch entwickelt wird. Und vertrauen Sie mir und glauben Sie mir, ich erläutere Ihnen auch gerne in einem anderen Zusammenhang, warum. Bitte verschlüsseln Sie an dieser Stelle noch nicht. Das sind die wichtigsten Raumeinstellungen, die Sie vornehmen können. Damit können Sie das Fenster jetzt erstmal schließen. Und jetzt kommen wir zur Frage, wie kommen Sie zu Mitgliedern, die Sie in Ihren Raum einladen können? Das geht relativ einfach. Klicken Sie hier auf dieses Icon oben rechts zu den Personen und Sie können hier verschiedene Personen einladen, die Sie entweder per E-Mail, per Klarnamen oder Ihrem ZIH-Login finden, solange Sie in Matrix schon einmal angemeldet gewesen sind. Das Ganze illustriere ich Ihnen mit Reinhard Schaffer. Reinhard Schaffer ist, Moment. Ja, Rainer Schaffer, da ist er. Ja, das heißt, Mitarbeiter im Prorektorat für Bildung. Lade ich jetzt freilich nicht ein, weil er muss nicht in diesen Raum. Das nächste ist, was Sie machen können, dass Sie hier in dieser Übersicht die Rollen für die Gäste mit festlegen. Ich empfehle Ihnen, dass Sie wenigstens einen Administrator noch mit in den Raum hinzuholen. Und der Rest der Anwesenden kann im Standardmodus verbleiben, um die Raumeinstellungen nicht zu verändern, also um zum Beispiel die Räume nicht öffentlich zu stellen. So,
Dann kommen wir zu dem nächsten Teil, der eigentlich für Sie vielleicht der interessanteste ist, nämlich die Einbettung von Widgets. Ich hatte schon das Etherpad erwähnt. Es geht eigentlich sehr reibungslos. Und dann empfehle ich ganz gerne, also für meine Arbeit wird das relevant sein, noch ein YouTube-Widget, also mit dem man Videos integrieren kann. Sie sehen das hier, es sind aber genauso gut Spotify. Podcasts möglich, wie man dazu kommt, dann in dem, jetzt muss ich überlegen, nächsten Video in dieser Reihe, genau, weil ich mich dann mit dem Podcasting auseinandersetzen werde. Jitsi ist ein Videokonferenz-Tool, das man am besten in einer kleinen Gruppe mal ausprobiert. Es funktioniert aber so wie die bekannten Videokonferenz-Tools und ist eigentlich kein entscheidendes, kein echtes Thema. Der RSS-Bot, den man auch für Podcasts benutzen kann, habe ich leider noch nicht zum Laufen bekommen. Ich weiß nicht, woran das liegt, habe aber auch keine Zeit, das auszuprobieren. Deswegen würde ich es ganz gerne jetzt einmal bei YouTube belassen und Ihnen dann noch einen Trick zeigen, wie Sie ein drittes Widget in diese Gruppe integrieren können. Bei zwei ist nämlich die Begrenzung. Hier von YouTube können Sie direkt einbetten, entweder Livestreams oder Videos. Oder ganze Playlisten. Ich zeige Ihnen das Ganze hier mal mit einem Video aus meinem Kanal. Das ist, weil das wohl am einfachsten ist, bevor ich jetzt irgendetwas anderes mache, auch wenn es interessant ist, dass die E3 ausfällt und sehr bedauerlich. Und zwar wähle ich hier die Heldentat des Papageis Karudo. Aus dem wunderbaren Kinderbuch Dr. Eibelit. Das ist ein kleines Projekt, das ich im Moment mit meiner Leseprojekt, das ich mit meiner Tochter mache, denn den Dr. Eibelit kann man nicht mehr käuflich erwerben und ich würde ganz gern ihn und diese Geschichte weitergeben. Gut, also ich bette jetzt hier den Dr. Eibelit ein und dann haben Sie hier an dieser Stelle das eingebettete YouTube-Video, das alle Benutzer dieser Gruppe abspielen können. In dem Etherpad ist es natürlich dann sinnvoll, möglicherweise auf andere Dinge hinzuweisen, wie die Lehre beginnt am 12.03. Ja, was in dem Fall jetzt nicht stimmt. Also Moment, vielleicht können wir das richtige Datum eintragen. 6. Mai 2020. So, und mit diesem Etherpad, das ist nochmal eine ganz eigene Baustelle. Das hat sehr, sehr viele Vorteile, hat auch einige kleinere Nachteile. Und wie zum Beispiel den Timeslider, mit dem Sie die Entstehung und Genese von bestimmten Produkten sich anschauen können. Dazu kann ich aber heute an der Stelle nichts sagen, sondern das müssen Sie mal ausprobieren. Und das würde jetzt an der Stelle viel zu weit führen. Gut. Wenn Sie wollen, können Sie die Autorenfarben auch an- und ausschalten. Aber das finden Sie heraus. Also das ist das kleinere Problem. So, jetzt sind wir an der Stelle zunächst erstmal fertig. Gehen wir mal hier unten auf den unteren Teil. Hier wird es interessant, denn Sie können natürlich in diesen Raum Präsentationen einbetten oder alle möglichen Files einbetten, wie hier zum Beispiel ein PDF. Dieses PDF können Sie dann benutzen mit dem Teilen und Sie können auf die Dateien, die Sie in diese Gruppe laden, über diesen Reiter hier zugreifen. Das heißt, Sie sehen, hier sind Dateien eingebettet. Und jetzt zur Frage, wie gelingt es denn in diesem Raum eine Seminardiskussion irgendwie zu führen? Zunächst erstmal haben Sie hier einen Chat. Mit dem Chat, den können Sie jederzeit benutzen. Sie brauchen dafür keine besondere Hardware oder keine Kamera oder kein Mikrofon, sondern die Leute können sich hier bewegen in einem ganz normalen Chat. Und das nächste ist aber, Sie können eine Videokonferenz, ich kann keinen Anruf mit mir selber starten, ja, Sie können eine Videokonferenz einrichten. Dazu muss ich mal in einen anderen Raum gehen, um das zu illustrieren. Und jetzt hoffentlich nicht die Kolleginnen und Kollegen stören, mit denen ich heute gearbeitet habe im Kontext der des Workshops. Und Sie sehen,
dass ich jetzt mit zwei Zugriffen drin bin. Das ist aber gar nicht so das Entscheidende. Zunächst erstmal, das ist meine Website, meine integrierte Kamera vom Smartphone. Die ist natürlich irgendwie ziemlich übel. Sie können aber den Ton ausschalten und das Bild auch ausschalten dazu. Können wahrscheinlich hier mit bis zu 10, 15 Leuten, mehr würde ich jetzt erstmal nicht probieren, kommunizieren und darüber dann ganz einfach die Seminardiskussion leiten. Das Ganze können Sie natürlich hier in diesem kleineren Fenster auch benutzen. Ah, jetzt sehe ich das, okay. In diesem kleinen Fenster auch benutzen, sodass Sie miteinander reden können und gleichzeitig aber hier in diesem Fenster, in diesem Teil bestimmte Inhalte verhandeln. Das zeige ich Ihnen aber jetzt wieder in der anderen Testgruppe. Das muss ich nicht hier übernehmen. Gut, also ich gehe jetzt wieder, springe jetzt zurück zu Test 2 und Sie nehmen jetzt einmal an, dass hier neben der Präsentation auch noch ein Video laufen würde oder eine Videokonferenz laufen würde. Um die Seminardiskussion gut zu führen, kann es sich anbieten, zum Beispiel die Präsentation, die Sie ablegen, als Gliederungshilfe in diesem Kurs zu benutzen. Und das heißt, wenn Sie eine Präsentation als PNGs abspeichern, das ist eine Option, die Sie bei PowerPoint unter der Option Speichern unterfinden, können Sie die einzelnen Bilder dieser Präsentation direkt hier in diese Gruppe ziehen und dann im Anschluss im Chat eine Diskussion darüber führen oder in der Videokonferenz darüber sprechen. Und das Besondere ist, das sehen Sie auch, deswegen habe ich den Reiter offen, die Grafiken können auch als Gliederungsmarker im Verlauf fungieren. Jetzt machen wir mal die Folie 2. Das wäre dann das nächste Thema. Und Sie sehen, Sie können hier anhand dieser Medienübersicht auch einen Verlauf der Seminardiskussion nachvollziehen und auf die jeweiligen Files springen Sie immer, indem Sie die Zeitmarke anwählen, wann diese gepostet worden ist. Also ein ziemlich progressives Tool, mit dem man sehr viel machen kann, um eine digitale Lehre zu ermöglichen. Was ich Ihnen jetzt noch zeigen möchte, ist, dass Sie natürlich in dieser Gruppe eine, wie sage ich es vorsichtig, dass Sie hier mit Hashtags arbeiten können, die Sie dann eben auch wiederfinden, indem Sie eine einfache Suche bedienen, die hier integriert ist. Und das Besondere ist, Sie können dies in allen Räumen suchen, die Sie benutzen und finden dementsprechend dann auch alle Hinweise in den jeweiligen Räumen. Also das heißt, das Ding Matrix ist tatsächlich sehr benutzerfreundlich. So, wie laden Sie jetzt in diese Gruppe ein? Sie erinnern sich vielleicht noch an den Namen, den wir vergeben haben mit diesem Raum. Und wenn Sie auf Ihre Gruppe klicken, haben Sie hier die Adresse zu Ihrem Raum und diese können Sie an Ihre Studierenden über Upal verteilen und dann können Sie mehr oder weniger in einer Seminaranmeldung eine komplette Gruppe aus Upal direkt nach Matrix transferieren. Das Einzige, was die Studierenden beachten müssen, ist, dass Sie zwischendurch einmal Ihr ZDH-Login eingeben, also eine ideale Voraussetzung für die Arbeit an der TU Dresden. Mehr gibt es an der Stelle jetzt im Moment noch nicht zu sagen. Ich hoffe, dass das Video den Einstieg in die Gruppen und in Matrix erleichtert. Es ist sehr schade, dass ich die Workshops dazu nicht weiter anbieten kann, weil die Lehrräume der TU Dresden geschlossen sind. Aber probieren Sie es bitte erstmal mit diesem ganz knappen Video und vor allen Dingen folgen jetzt noch zwei weitere Videos, nämlich zur Frage Podcasting. Das heißt, wie produziere ich idealerweise einen Audiofile und wo hoste ich das und wie binde ich das wiederum in diese Gruppen ein? Und das zweite wird sein, wie produziere ich mit OBS ein Video, das ich dann zum Beispiel bei YouTube poste, um es dann wieder hier einzubinden.
Und ich habe den Mitgliedern der Fakultät SLK angeboten, dass wir gern temporär erstellte Videoinhalte auf dem Kanal der Germanistischen Linguistik und Sprachgeschichte hosten, als sogenannte nicht gelistete Videos. Das heißt, die sind nicht öffentlich einsehbar, sondern nur, auf die kann man nur zugreifen, ähnlich wie bei diesen Räumen jetzt, wenn man den Einladungslink oder den Link zum Video kennt. Das ist eine ideale Voraussetzung. Und damit haben wir in Ergänzung zu Opal mit Matrix einen tollen Chat-Client, der sich für die Präsentation von Lehre idealerweise eignet. Ich lasse jetzt mal den Raum noch stehen, Test 2, um Ihnen dann zu zeigen, wie ich Audio-Files hier integrieren kann und vor allen Dingen YouTube-Videos, die ich mit Ihnen in einem Tutorial erstelle. Und dann sind Sie eigentlich bestens gewappnet in, ich sag mal, 3 bis 4 Stunden, vielleicht 5. Um alle Ihre Inhalte an einem Gerät mit einer spezifischen Technik umzusetzen. Gut. Das ist jetzt erstmal an dieser Stelle und es folgen jetzt noch 2 Videos zum Podcasting und zum Vidcasting. Genau. In diesem Sinne, bis gleich.